Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie JoJo's Bizarre Adventure nicht ersetzen soll. JoJo's Bizarre Adventure gehört Treasure, David Production und Hirohiko Araki. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Wir beginnen also wieder mit Jotaro, der sich in Japan aufhält und in die Stadt Morio einfährt. Aber mal ehrlich, wie kann er nur so fresh sein? Er hat wohl die gesamte Farbe seines Outfits geändert, weil er nach dem Besiegen von Dio endlich eine PS5 bekommen hat. Er begrüßt hier auch Koichi direkt mit einem Schwanzflex. Damit kommen wir also zum neuen Jojo. Er hat hier Stress mit den Rowdies. Sein Name ist Josuke Higa. Josuke war hier eigentlich ganz ruhig, aber da die Heslons seine Frisur beleidigt haben, naja, gibt er ihnen einfach mal ein komplett neues Gesicht. Damit treffen hier also die Joes aufeinander. Und ja, Joseph ist hier Josukes Vater. Das bedeutet auch, dass Jotaro sein Neffe ist und Joseph einfach mit 60 Jahren eine 21-Jährige geschwängert hat und sich nie wieder um das Kind gekümmert hat. Ja, und der Typ ist der Retter der gesamten Menschheit. Naja, da Jotaro als PlayStation-Spieler Josuke beleidigt, dass seine Haare aussehen wie eine Xbox, gibt es hier Stress. Weil Josuke auch Jotaros wertvollsten Besitz angreift, nämlich seine Mütze, dreht Jotaro absolut durch. In Wahrheit ist er aber hier in Japan, weil er glaubt, dass irgendwas Merkwürdiges in dieser Stadt hier vorgeht. Josukes Mutter ist dabei auch eine ziemlich nette Lady. Das nenne ich mal eine Abfuhr. Naja, ich sollte wohl besser erklären, was Josukes Stand wirklich drauf hat. Er kann heilen. Und das ist so ziemlich alles. Hört sich zwar lame an, ist aber in diesem Part ziemlich effektiv. Seine einzige Schwäche ist, dass er nur sich selbst nicht heilen kann. Wir sind für diesen Part zwar nur in einer kleinen Stadt, aber die gegnerischen Stand-Nutzer machen auch hier wieder Probleme. Der erste ist dabei Angelo, ein Mörder, der sich als Milchmann ausgibt. Weil er dabei auch in den Boruto-Anime tritt, wird er ziemlich sauer. Also gönnt er sich erstmal einen Hotdog. Danach gelangt sein Stand über die Wasserleitung in Josukes Mutti. Aber Josuke ist jemand, der die Dinge in die Hand nimmt. Er hat hier nämlich einfach seine Mutter getötet und wiederhergestellt, ohne dass sie es überhaupt gemerkt hat. So hat er den Stand auch easy gefangen. Aber da er hier nicht aufpasst, wird Angelo zu einem nicen Drink, den sein OP sich gönnt. Angelo bringt diesen auch sofort um, da er der Polizist war, der ihn damals eingebuchtet hat, nachdem er einen Homerun in das Gesicht von einem Boy geschlagen hat. Doch Josuke bekommt hier die Wunden seines Opa nicht mehr geheilt. Wow, das war echt ein schneller Abgang. Rest in peace, random Opa. Aus diesem Grund möchte Josuke auch nun die Stadt für seinen Opa beschützen. Angelo wartet für seinen nächsten Angriff dann auf Regenwetter. So kann er nämlich wieder eindringen. Dadurch kann er nun überall im Haus sein. Er dringt zwar so in Josuke ein, aber Josuke zieht ihn einfach raus. Damit gibt es auch die doppelte Jojo-Abreibung. Angelo glaubt auch hier, er würde trotzdem gewinnen, weil sie ihn nie im Leben töten würden. Aber Josuke ist nicht so gnädig. Er verwandelt hier Angelo einfach mal so in einen Stein. Angelo droht ihn aber hier noch, dass es weitere Stand-Nutzer gibt, die sich für ihn rächen werden. Ja, die Boys bekommen hier Stands, wenn sie mit einem Special-File in Berührung kommen. Wie es aussieht, hat Enya aber das auch letzte Woche so gemacht. Aber irgendwas Böses ist hier immer noch im Busch. Koichi findet nämlich heraus, dass in einem Jahr über 81 Menschen verschwunden sind und davon waren 45 hübsche junge Frauen. Außerdem entdeckt er hier Okuyasu. Aber erst einmal schaut Jotaro wieder bei Josuke vorbei. Da seine Mutti Jotaro auch mit Joseph verwechselt hat, hat sie diesen anderen Crush. Naja, zurück zu Koichi, der einen Pfeil abbekommt. Die beiden Brüder hier sind wohl diejenigen, von denen Angelo gesprochen hat. Dabei ist Okuyasu Stand, Sahando, einer vom Typ overpowered, der aber nie wirklich benutzt wird. Er krümmt nämlich hier einfach den Raum oder so. So kann er Josuke zu sich porten und immer wieder verhauen. Aber Josuke nutzt das Ganze aus, um Okuyasu mit Blumentöpfen zu besiegen. Doch sein Bruder macht weiterhin Stress. Da Okuyasu aber noch nicht ganz K.O. ist, kommt er dazu und bekommt die Attacke seines Bruders direkt ab. Sein Stand ist nämlich Savoir Zone. Sein Bruder ist so ein Unsympath, dass Josuke sogar derjenige sein muss, der Okuyasu hier rettet. Auf diese Weise tut Josuke also das, was Joestar schon über Generationen getan haben. Er hat sich hier einen Speedwagon gecraftet. So schaffen sie es, Koichi zu retten, ohne in die Falle von Savoir Zone zu gelangen. Da Okuyasus Bruder wohl nach einer bestimmten Fähigkeit sucht, hat er all die Leute mit seinem Pfeil angeschlossen und will nun sehen, was Koichi für einen hat. Aber sein Stand ist wohl ein Digi-Eye. Da es wohl nicht das Richtige ist, macht Savoir Zone auch ernst. Mit seinem Apache-Hubschrauber hat es Josuke auch ganz schön schwer. Apache 207. Doch Josuke ist es gelungen, heimlich Raketen von Savoir Zone zu zerstören und nun für sich selbst zu benutzen. Ja, so gewinnt er den Kampf. Sie haben zwar hier gewonnen, aber um weitere Tode zu vermeiden, machen sie sich auf die Suche nach dem Pfeil. Dabei treffen sie auf einen High-Cosplayer. Das Ding ist hier nämlich der Vater. Okuyasus Bruder hat nämlich einen Stand-Nutzer gesucht, der das Leiden ihres Vaters endlich beenden könnte. Er sieht hier nämlich so aus, da er Dio-Zellen abbekommen hat. Vor 11 Jahren ging bei ihrer Familie alles im Bach runter. Doch als ihr Vater seine Seele an Dio verkauft hat, lief es wieder richtig Hayat. Doch als Dio gestorben ist, naja, hat er sich in Duster verwandelt. Das einzige, was er nun macht, ist es an der Kiste herumzukratzen. Josuke versteht aber hier sein Problem und setzt das Bild ihrer Familie wieder zusammen.
Und Mann, ich habe noch nie so hart mit einem deformierten Fleischklops mitgefühlt wie mit dem hier. Sie werden aber hier von einem weiteren Stand angegriffen. Dabei geht Okuyasus Bruder drauf, während er diesen beschützt. Und der gegnerische Stand kann mit dem Pfeil fliehen. Okuyasu weiß zwar, dass sein Bruder es verdient hat, weil er viele Menschen umgebracht hat, doch männliche Tränen fließen trotzdem. Da Jotaro seine Delfin-Doku auch endlich zu Ende geschaut hat, schaltet er sich auch mal wieder ein. Der Stand-Nutzer kontaktiert hier auch Jotaro und will sich ihm alleine stellen. Naja, wenigstens hat nach all dem Josuke endlich einen besten Freund bekommen. Yo, Josuke! Der ist sogar so nett, dass er seine Mutti knacken will. Naja, daraufhin überfährt Koichi random eine Katze und trifft auf einen komischen Typen. Da es wohl seine Katze ist, will er eine Wiedergutmachung. Der Typ ist nämlich ein Stand-Nutzer und hängt Koichi so Schulden an. Je schuldiger er sich also fühlt, desto größer wird das Ding. Okuyasu und Josuke kommen hier also dazu und klären die Tricks von Kobayashi auf. Doch er taucht wieder bei Koichi zu Hause auf und knackt seine Mutter. Also ja, nicht wirklich, sondern mit seinem Schloss-Stand. Aus diesem Grund wird Koichi zum Super Saiyajin und sein Stand entwickelt sich weiter zu Perfecto Cell. Er kann nur mit Schriftzeichen angreifen und so gelingt es ihm auch, den Glauben seiner Mutter zurückzugewinnen. Deswegen wirkt Kobayashis Attacke nicht mehr, weswegen er verliert und so wird er Koichis Sklave oder so. Sie treffen dann auf Hasamada. Sein Stand ist eine Puppe, die Menschen kopieren kann. Ja, in einer Welt, wo man die Zeit anhalten oder den Raum krümmen kann, hat er bei der Stand-Lotterie wohl echt abgekackt. Ich meine, der Typ ist als Gegner so irrelevant, dass er weder ein Orra noch ein Dora abbekommt, er wird einfach von irgendwelchen random Rowdies besiegt. Und wie es aussieht, läuft es echt gut bei Koichi. Er hat nämlich ein Date, was Okuyasu so etwas traurig macht. Anscheinend steht das Mädel auf ihn und haut dann wieder ab. Da sie aber ein Stalker ist, wird er nicht mehr in Ruhe gelassen. Um also den Monat November irgendwie zu überstehen, versucht Koichi nun sie anzuekeln, damit er seine Ruhe hat. Das Ganze klappt aber nicht. Sie benutzt hier ihre Hartentakel, um ihn für sich zu gewinnen. Und ja, sie nimmt ihn dann einfach gefangen. Sie steht auch auf ihn, weil sie das Über-Son-Gohan-Potenzial in seinen Augen erkennen kann. Und das ist legit der Plot des Anime. Er kommt aber hier auf die Idee, mit seinem Stand Yukako auszutricksen. So nutzt er ihren Anruf aus, um Josuke zu erreichen. Dieser wiederum hört die Wellen im Hintergrund und versteht so, wo Koichi sich aufhält. Problem ist nur, dass Koichi keine Zeit mehr hat, da sein Stand einfach gestorben ist. Ach ne, doch nicht. Araki hat einfach den Plot von Dragon Ball Z geklaut und der Stand von Koichi ist halt legit einfach Cell und hat sich hier weiterentwickelt. Weil er sie so also komplett wegblasen kann, ändert er auch seine Frisur als Hommage an eine alte Dojo-Legende. Koichi gibt ihr also den Laufpass und lockt sie in eine Falle. Nur hat sie jetzt den Ultra-Sync drauf und macht ihn fertig. Bevor sie das tut, stürzt aber hier die Klippe ein. Weil Koichi aber diese andere Ehre hat, rettet er sie hier. Lassen wir also Morio Tag und Nacht erstmal ruhen und gehen was essen. Denn beim neuen Italiener schmeckt das Wasser so gut, dass man heulen muss. Das Essen führt dabei dazu, dass Okuyasu sich einfach so häutet. Nur verliert er dabei seine Zähne, doch die wachsen nach. Aber gut, seien wir ehrlich, das ist klassische Anime-Logik. Josuke wird hier trotzdem misstrauisch und findet heraus, dass das Werk eines Stand-Nutzer ist. Aber Leute, ich muss euch hier leider enttäuschen. Es handelt sich hier nämlich nicht um einen gegnerischen Stand-Nutzer, sondern legit um einen guten Koch, der seinen Kunden helfen möchte. Wow, das war wohl eine Folge von JoJo's Wholesome Adventure. Während Josuke also ein wenig am Zocken ist, meldet sich der Stand von vorhin. Er will hier legit verprügelt werden. Den Gefallen tut Josuke ihn auch. Aber er scheint wohl doch etwas stärker geworden zu sein. Nach diesen überaus weird Flex macht er sich auch wieder vom Acker. Jotaro ruft also ein Treffen ein, um ihm zu sagen, wie sie Chili Pepper ausfindig machen können. Denn dieser Part ist so mächtig, dass drei Jojos am Start sind. Joseph kommt sie hier nämlich besuchen. Wegen Okuyasus Bike konnte Chili Pepper sich aber ranschleichen und alles mitbekommen. Also will er hier Joseph abfangen. Okuyasu teleportiert sich aber zu ihm und zerstört sein eigenes Bike, um ihn aufzuhalten. Er raidet das Chicken aber komplett aus dem Leben. Das Ding denkt zwar, dass er der geflügelte Drache des Ra sei, aber bekommt andere Sahando-Schellen. Er droht hier Okuyasu, dass er in Wahrheit nur Jotaro umbringen wollte. So triggert er ihn und auf diese Weise zerstört er mit seinem Stand den Boden, weswegen Pepper extra Power durch die Stadtleitung bekommt. Dadurch reicht auch sein kleiner Finger aus, um Okuyasu zu besiegen. Ja, und Jotaro hätte eigentlich diesen ganzen Konflikt mit Zabordo beenden können, aber das lassen wir einfach mal so stehen. Okuyasu wird also hier mitgenommen und Chili Pepper verschwindet. Aber weil Okuyasu beim Angriff vorhin geschenkt wurde, kann Josuke ihn mit seinem Arm zurückbringen. Sie teilen sich dann auf, um Pepper zuvorzukommen. Doch irgendwie kommt er jetzt von selbst raus und spielt ihnen ein Liedchen vor. Wie es aussieht, ist Chili Pepper auch viel zu schnell für Josukes Crazy Diamond. Er macht also ernst und gönnt sich die gesamte Energie der Stadt. So bekommt Josuke richtig aufs Maul. Aber Josuke bleibt hier kreativ und fängt das Pokémon einfach ein. So befördert er ihn ins Meer, was ordentlich zwiebelt. Währenddessen wird Okuyasu ein wenig von Joseph getriggert. Hey, ich bin Okuyasu und ich bin auch ein Stand-Nutzer. Wie? Ein Stand-Nutzer. Ach, Joey, du bist ein Kloputzer.
Ja, das trifft sich gut. Pass auf, ich hab nämlich Verstopfung, Bruder. Ja, das vom letzten Part war wohl eine fette Lüge. Ich bin wie feiner Wein, ich werd mit dem Alter nur besser. Da sie aber hier nicht aufgepasst haben, ist Pepper an Bord gelangt. Okuyasu weiß zwar nicht, wer der wahre Stand-Nutzer ist, aber er hat Glück, dass der Erste, den einer reinhaut, der Richtige ist. Ja, das beendet den Kampf gegen den. Und Josuke und Joseph haben dann dieses andere süße Treffen. Da der Gegner wohl den Bogen, naja, überspannt hat, bekommen sie nun Pfeil und Bogen. Daraufhin müssen sich Joseph und Josuke zusammen um ein Baby kümmern, was einen Stand hat. So wird das Kind unabsichtlich unsichtbar und sie verlieren es. Da es dabei beinahe ertrunken wäre, verletzt Joseph sich selbst, um mit seinem Blut das Kind zu finden. Und all das nur, um vor seinem Sohn cool auszusehen. Am nächsten Morgen chillt Koichi also mit Hasamada und sie reden über Manga. Dabei erfährt Koichi auch, dass ein berühmter Mangaka in ihrer Stadt lebt. Sein Name reimt sich nämlich auf Ehrenmann, nämlich Rohan. Ja gut, nicht ganz. Aber der Name reimt sich auf Gohan und wenn wir über die Cyborg-Saga sprechen, dann stimmt das sogar. Sie bekommen also hier eine Führung durch sein Zimmer. Er ist auch ein sehr leidenschaftlicher Mangaka. Er schmeckt sogar eklige Sachen, um sein Manga zu verbessern. Weil die Jungs sich dabei auf das nächste Kapitel spoilern, werden sie selbst zum Manga. Das ist nämlich die Fähigkeit von Rohan. So kann er Koichi lesen und wird ein riesen Fan von ihm. Außerdem ändert er seinen Plot. So kann Koichi Rohan nicht mehr angreifen. Zum Schluss reißt er sich noch ein Stück Körper von ihm ab und sie verlieren ihre Erinnerungen. Doch ein paar Tage später wird er auf magische Weise zurück zum Haus geführt. Nur kommen es diesmal Josuke als auch Okuyasu mit. Ich glaube, Rohan macht echt jeden Mangaka salzig. Der Boy zeichnet ein komplettes Kapitel in 15 Minuten. Er ist auch hier so überschnell, weil er Koichi als Grundlage für seinen Manga nutzt. Da Koichi aber immer die Erinnerungen verliert, wenn er rausgeht, kann er Josuke und Okuyasu nicht um Hilfe bitten. Die beiden Jungs haben aber seine Wunde entdeckt und so wussten sie, dass was faul ist. Okuyasu wird hier zwar sofort getroffen, aber Josuke ist schlau genug zu wissen, dass wenn er den Manga von Rohan sieht, er selbst zu einem werden würde. Also muss er mit geschlossenen Augen angreifen. Deswegen wird er von Rohan beleidigt, damit er ihn triggern kann. Und so wird Josuke auch zum Manga. Jedenfalls denkt das Rohan. In Wahrheit war es nämlich so, dass Josuke seine Augen weiterhin geschlossen hat und einfach herumgewütet hat. Der Grund, warum Josuke das Ganze so nahe geht, ist der, dass er mit 4 Jahren beinahe gestorben wäre. Wegen dem Standfieber. Seine Mutter wollte ihn ins Krankenhaus bringen, aber wegen einem Schneesturm ging das nicht. Doch eine mysteriöse Person mit frischer Frisur gelang es, sie anzuschieben. Richtig, Knuckle aus Hunter x Hunter ist so ein Ehrenmann, dass er anderen Animes geholfen hat. Naja, seien wir froh, denn wenn es ihn nicht gegeben hätte, würde Josuke heute so aussehen. Rohan hingegen, naja, möchte die ganze Story einfach klauen und das beendet auch diese Geschichte hier. Man würde ja meinen, dass dieser Part wenigstens ein wenig einer Struktur folgen würde. Na, nicht wirklich. Es wird komplett random, denn Jotaro und Josuke gehen auf die Jagd. Wie es aussieht, hat nämlich eine Ratte einen Pfeil abbekommen. Das wird dann wohl Jojos Kammerjäger-Adventure. Und man, Jotaro ist so ein Fanboy, dass er seinen Helden sogar auf seiner Mütze trägt. Wie dem auch sei, in einem abgelegenen Haus finden sie die Ratte. Josuke schafft es dann mit seinem Bakugan, diese sofort zu erledigen, doch es gibt noch eine weitere, die Jotaro getroffen hat und danach geflohen ist. Doch danach werden sie die Gejagten. Und ohne das Zeitanhalten von Jotaro würde Josuke hier einfach wegen einer Ratte krepiert. Jotaro bietet sich also hier als Köder an, damit Josuke die Ratte erledigen kann. Ihr müsst euch das Ganze mal vorstellen. Nachdem Jotaro gefühlt 20 Stand-Nutzer in den Arsch getreten hat, wäre er beinahe wegen einer popligen Ratte draufgegangen. Doch Josuke kann sie hier nochmal snipen. Währenddessen landen Koichi und Rohan in irgendeiner Gasse, aus der sie nicht mehr rauskommen. Ja, Classic Jojo-Plot. Dort treffen sie Raimi, die eigentlich, naja, schon tot ist. Sie chillt hier nur als Geist. Denn diese Gasse hier ist die Grenze zwischen dem Diesseits und Jenseits. Sie teilt ihnen mit, dass sie vor 15 Jahren umgebracht wurde und der verantwortliche Mörder bis heute immer noch auf freien Fuß ist. Doch erst nach diesem Treffen erfährt Rohan, dass Raimi damals das Mädchen gewesen ist, was auf ihn aufgepasst hat und ihn in jener Nacht gerettet hat. Und damit haben wir den Auftritt vom besten Anime-Antagonisten of all time, nämlich Kira. Nein, nein, nicht dieser Ludoc hier, sondern vom wahren OG, nämlich Yoshikage Kira. Der Boy hat nämlich einen Crush auf Frauenhände. Ja, da er den Rest von dem Körper aber nicht so sehr mag, ja, ihr seht ja selbst. Okuyasu und Josuke entdecken derweil auch einen komischen Stand und nehmen hier die Verfolgung auf. Der Stand-Nutzer scheint auch irgendwie das uneheliche Kind von Dodoria zu sein. Sein Stand sammelt auch Geld. Josuke möchte also nur mit ihm Business machen. Sein Stand-Harvest soll nämlich weggeworfene Gutscheine wieder aufsammeln. So machen sie 500 Euro. Aber das zeigt auch Chigechis wahren Charakter. Er gibt den Jungs ziemlich weniger als vereinbart. Josuke macht deswegen aber keinen Fass auf. Als Okuyasu aber dann einen alten Lottoschein findet und 40.000 Euro gewinnt, schiebt Shigechi böse Auge. Und ja, Okuyasu schiebt deswegen eine Faust. Aber Shigechi klaut den Check von den beiden. Der Penner ist auch so hinterhältig, dass er den Jungs mit seinem Stand einfach Alk gespritzt hat, weswegen sie nicht mehr bei Sinnen sind. Okuyasu tut also so, als würde er sich mit Geld entschuldigen wollen, damit Shigechi nah genug rankommt und sie den Check wieder zurückbekommt. Danach zerreißt Josuke ihn. Du Dummbeutel, was hast du da getan? Shigechi
Richie fällt darauf rein und schickt seinen Stand auf die Suche. So bekommt er ein weiteres Mal richtig aufs Maul. Aber dafür gibt er wenigstens zu, dass er zu gierig war. Josuke sammelt also den Check wieder ein und sie gönnen sich das Geld. Nachdem das Kidnappen von Koichi nicht wirklich geklappt hat, kommt Yugaku auf die Idee, sich das Gesicht machen zu lassen. Ja, und in dem Part gibt es wohl einen Make-up-Stand. Das Ganze ist aber so stark, dass Koichi sich nochmal auf seine Kidnapperin einlässt. Da das Ganze aber nur 30 Minuten lang hält, funktioniert ihr Plan nicht ganz. Also geht sie ihren Körper upgraden. Bevor Koichi aber ein weiteres Mal reingelegt wird, kommt sein Bro Rohan ihm zu Hilfe. Be gone, fuck! Doch durch Romans Anime-Kräfte landet Koichi dann irgendwie doch auf einem ziemlich weichen Kissen. Außerdem küsst er sie. Und als er das seinen Jungs erzählt hat, hat es Okuyasu besonders getroffen. Der Kleine hat sich hier also verliebt, aber wenig später entdeckt er ihr Fake-Make-up. Sie will also hier ihr wahres Gesicht zurückbekommen. Aber dafür muss sie es auch unter den Fakes finden. Da sie das aber nicht kann, schiebt sie die Aufgabe auf Koichi. Und auf ihre will er seine eigenen Augen ausstechen, falls er das falsche Gesicht wählt. Deswegen macht die Fee hier kein Auge und gibt ihr das richtige Gesicht zurück. Ja, das Ganze war schon echt schmalzig, ich weiß. Aber keine Sorge, Araki hat das Ganze nicht ohne Grund gemacht. Denn Jojo's Chillo Adventure ist jetzt vorbei. Der wahre Part 4 fängt hier richtig an. Der gute Yoshikage ist nämlich fresh am Dinieren. Den Rest hebt er sich aber auf, um seiner Freundin danach richtig aus der Hand zu fressen. Da sie aber leider anfängt zu schimmeln, will er nun endlich Schluss machen. Bevor er das aber tun kann, kommt es dazu, dass seine Tüte mit der von Shigechi vertauscht wird. Er hat aber Glück im Unglück, da Shigechi in der Sporthalle mampfen geht. Da er deswegen allein ist, kann er sich nämlich die Tüte wieder krallen. Gut, sein Glück hält auch nicht wirklich lange an, denn Josuke und Dumpfbacken Yasu kommen dazu. Also muss er sich erstmal verstecken und erfinderisch werden, was auch im ersten Moment klappt. Deswegen dreht Shigechi jedoch absolut durch, weil er denkt, dass die beiden Boys sich nur ein weiteres Mal verarscht haben. Anera kommt also dazu, weswegen sie alle den Raum verlassen. Kira scheint hier einen echten Run zu haben. Doch Shigechis Auge ist größer als das des Uchiha-Clan. Also stellt er sich hier Kira und so bekommt er die Hand zu Gesicht. Kira ist aber hier ein ziemlich gnädiger Typ. Er möchte nämlich nur in Frieden leben und naja, Frauen umbringen. Also holt er seinen Stand Killer Queen raus, der alles, was er berührt, in eine Bombe verwandeln kann. So macht der Shigechi also fertig. Doch der Kleine kann Kira nochmal austricksen und so die Flucht ergreifen. Shigechi läuft also in der Schule rum, damit er Josuke finden kann, der ihn wiederum heilen kann. Was denken sich also dabei die Mädels in der Schule? Richtig, sie finden ihn eklig und lassen den verbluteten kleinen Kerl einfach links liegen. Aber hey, Shigechi war zwar ein gieriger und egoistischer Kerl, aber er hatte ein wahres Herz aus Gold. Er wollte sich hier heilen lassen, um seine Eltern vor Kira zu beschützen. Bevor er Josuke aber erreichen kann, kommt Kira ihn zuvor. Und Killer Queen hat die Türklinke schon längst zur Bombe gemacht. Alter, dieser Anime schafft es einfach, mein Herz mit so einem Charakter zu brechen. An dieser Stelle geht ein fettes Hashtag Rest in Peace Shigechi raus. Doch Shigechi hat am Ende so viel Ehre bewiesen, dass er einen Knopf von Kira als Hinweis dagelassen hat. Und ja, Kira, naja, der hat sein nächstes Opfer, nächste Freundin gefunden. Ein paar Tage drauf gelingt es auch Jotaro und seinem Pikachu, den Knopf bei einem Schneider aufzuspüren. Es kommt sogar noch besser, Kira ist gerade auch im Laden. Der Schneider kann aber den Namen nicht verraten, weil er vorher zerbombt wird. Kira kann auch hier verdeckt bleiben, da er eine weitere Stand-Fähigkeit besitzt, nämlich einen Panzer, der übelst Stress schiebt, namens Heart Attack. Durch diese Ablenkung kann Kira sich vom Acker machen. Jotaro kann Heart Attack zwar festsetzen, aber das Ding geht einfach nicht kaputt. Koichi versteht aber hier, dass der Nutzer bei so einer starken Fähigkeit in der Nähe sein muss. Er will also seinen Perfect Cell losschicken, um ihn zu finden. Jotaro findet die Idee aber schlecht, da er so komplett ungeschützt wäre. Koichi findet hier also Kira, aber er wird auch hier von Heart Attack getroffen. Das wäre also sein sicherer Tod. Doch Jotaro ist wie immer ein Genie. Er checkt nämlich hier, dass Heart Attack auf Temperaturen abzielt. Deswegen ist der Stand auch so stark, obwohl sein Nutzer nicht in der Nähe ist. Er kann Koichi hier zwar retten, aber wird selbst getroffen. Und ja, ein komischer Büroangestellter hat Jotaro mehr Damage gegeben als alle anderen gegnerischen Stand-Nutzer in ganz Part 3. Nun ist Koichi also auf sich allein gestellt und deswegen wachsen ihm wieder Eier. Er wird zum Super Saiyajin und stoppt den Stand. Er bindet ihn nämlich etwas viel Heißeres auf, weswegen Heart Attack erstmal gekontert wird. Leider war das aber nur eine kurze Freude, denn danach wird Koichi wieder getroffen und sein Stand scheint wieder gestorben zu sein. Gut, nicht ganz, ihr kennt das Spiel, denn Perfect Cell wurde nun zu Super Perfect Cell. Er ist jetzt der fresheste Stand in der ganzen Stadt. Seine neue Fähigkeit hat auch einfach zu viel Heavy Power. Deswegen bleibt Heart Attack stecken und das gleiche gilt auch für Kira.
So kann er also auf Zeit spielen, bis Josuke eintrifft, den er eben kontaktiert hat. Doch Kira betritt wieder die Bühne, was Koichi ausrasten lässt. Also wird er von Killer Queen gekontert. So kommt Heart Attack auch wieder frei, da Koichi seine 5 Meter Reichweite verlassen hat. Und vor seinem nächsten Angriff wird Cell hier festgesetzt, weswegen Kira sich ordentlich abreagieren kann. Wenigstens bekommt Koichi so sein Portemonnaie zu greifen und erfährt seinen richtigen Namen. Er steht hier zwar vor seinem Tod, aber Koichi weiß ganz genau, wenn er so etwas herausfinden könnte, wird Josuke es ganz sicher schaffen. Das wiederum triggert Kira, was Koichi endgültig finished. Und Kira ist so ein Psycho, dass er hier entkommen könnte, aber weil Koichis Socken falsch rum waren, korrigiert er den Fehler, bevor er ihn umbringen möchte. Was Jotaro genug Zeit gibt, wieder aufzustehen und seine letzten Kräfte in ein heftiges Aura zu legen. Josuke und Okuyasu kommen also dazu, aber alle Leute liegen am Boden. Kira spielt das Ganze also so dreckig, wie das noch nie ein Anime-Charakter gemacht hat. Er tut nämlich so, als würde er ein Passant, der in die Explosion geraten ist und er möchte hier von Josuke geheilt werden. Nur hat sein Big Brain nicht darüber nachgedacht, dass ein Passant niemals denken würde, dass ein Schüler wie Josuke ein Arzt wäre. Also verplappert er sich hier. Kira hat hier auf kompletter Linie verloren. Doch für Kira sind Niederlage und Sieg komplett egal. Er opfert hier seine Hand, um Heart Attack frei loszuwerden. Zu schicken und die Flucht zu ergreifen. Josuke heilt Kira hier aber, um ihn zu verfolgen. Auf diese Weise gelangen sie wieder in den Schönheitssalon. Kira hat nämlich hier Cinderella überrascht und sich das Gesicht von jemand anderem genommen. Auf diese Weise ist Kira ein komplett neuer Mensch geworden, hat Cinderella gesprengt, um die Beweise zu vernichten und unsere Leute haben nun nicht die kleinste Spur von Kira, während dieser komplett verschwindet. Während Kira sich in seinem neuen Heim wohlfühlt und den Zuma raushängen lässt, schauen unsere Jungs bei seinem alten Zuhause vorbei. Dabei werden sie fotografiert und auf dem Foto ist Kiras Vater drauf. Weil Josuke hier vorherrlich ist, hätte er sich auch beinahe umgebracht, weil er das Foto zerrissen hat. Ja, der Vater von Kira kann irgendwie Fotos kontrollieren und das ist sein Stand. Jotaro ist aber hier mal wieder das Überbrain und macht einfach ein Foto vom Foto. So kann er den Stand-Nutzer in seiner eigenen Fähigkeit einfangen. Weil der Vater auch tot ist, also schon vorher, und damit eigentlich ein Geist ist, kann er auch fliegen. Dabei entdeckt Jotaro auch etwas, was ihn ziemlich ärgert. Na gut, nicht wirklich, er hat hier nur Kiras Vater versiegelt. Aber da Okuyasu mit dem Bewachen beauftragt wurde, wird er verarscht und Opi Kira krallt sich den Bogen und macht die Fliege, beziehungsweise den Raben. Bei Kira läuft es auch immer noch ziemlich gut, da seine neue Frau voll auf ihn steht. Und nach so viel, was wir durchgemacht haben, was könnte wohl Brutales als nächstes passieren? Ja, Kiras Vater hat einem Kind einen Stand gegeben, der die Energie des Gegners bekommt, wenn er ein paar Mal Schere, Stein, Papier gegen ihn gewinnt. Falls ihr glaubt, dass das schon lame ist, ihr müsst euch vorstellen, das Ganze ging im Manga 7 Kapitel lang. Das heißt, die Leser haben also 2 Monate verfolgt, wie Schere, Stein, Papier gespielt wird. Nachdem das Ganze also Dragon Ball Z-Züge angenommen hat und endlos in die Länge gestreckt wurde, konnte Rohan den Knirps besiegen, indem er das unsichtbare Baby von Joseph benutzt hat, der gerade vorbeigegangen ist. So hat das Baby nämlich die Hände des Kindes geändert und Rohan hat gewonnen. Ja, das war wohl ein ganz normaler Alltag von einem Mangaka. Kein Wunder, dass One Piece so oft pausiert. Da auch nun der Sommer anbricht und viele Touristen in die Stadt kommen, kriegt der kleine Yoshikage in Kidas Hose richtig Bock. Naja, wie dem auch sei, als nächstes bekommt ein Alien den Pfeil ab. Lustigerweise wird er auch später von Okuyasu und Josuke in einem Kornkreis gefunden. Da er den Jungs erzählt, dass er, naja, ein Alien ist, lachen die sich auch echt schlapp. Als er dann aber die Musik von den Jungs hört, dreht er komplett durch. Naruto, I'm on my way. Naruto, I'll be okay. Na gut, nicht wirklich, das lag an den Sirenen. Deswegen wird er panisch, ändert seine Gestalt und wird zu Freshen Sneaker, damit er zusammen mit Josuke dem Geräusch entkommen kann. Und nein, ich denke mir das nicht aus, das ist wirklich so. Offenbar kann er Josukes Stand aber nicht sehen, was eben bedeutet, dass er kein Standnutzer ist und wirklich ein Alien. Aber Josuke juckt das Ganze nicht wirklich. Er kommt nämlich hier auf dreckige Gedanken. Er möchte nämlich, dass Mikitaka sich in Würfel verwandelt, damit der Rohan so richtig abzocken kann. Es läuft so ein Mörder mit einer der stärksten Stands überhaupt rum, aber hey, Josuke ist eben knapp bei Kasse. Rohan lässt sich auch darauf ein, weil er Josuke hasst. Weil dieser wiederum Manga hasst. Rohan weiß zwar nicht wie, aber er weiß definitiv, dass Josuke schummelt. Deswegen hat er sich hier selbst verletzt, damit Josuke nicht einfach so abhaut. Er bietet hier nun mehr Geld an und möchte sich seine Heilung durch Crazy Diamond erspielen. Er hat auch Kobayashi dazugeholt, damit das ganze Spiel fair abläuft. Damit hat Rohan sogar die Bestätigung, dass Josuke schummelt, aber er macht trotzdem weiter. Nur tauchen die Sirenen wieder auf. Unser Alien Boy dreht zwar durch, aber zu Josukes Glück sieht Rohan die Kotze nicht, weil sie auf der anderen Seite ist. Und ja, die Sirenen sind eigentlich Josukes Rettung, denn die wurden dadurch ausgelöst, dass Rohans Haus in
Flammen steht. Das ist ihm aber absolut egal. Er möchte hier einfach nur gegen Josuke gewinnen. Doch ich sag mal so, wie der Vater, so der Sohn. Nur das Ding ist hier, dass er am nächsten Tag wieder auf seinen besten Feind trifft. Dabei entdeckt Rohan mitten in einem Tunnel ein Zimmer, wo jemand eine Frau umbringt. Also ein ganz normaler Mittwochnachmittag in Jojo-Verhältnissen. Er sieht sich das Ganze also später richtig an, weswegen er von etwas ziemlich Merkwürdigem verfolgt wird. Nämlich ein Stand, der seine Nährstoffe absorbieren möchte. Zu seinem Glück ist Josuke aber nochmal am Start. Wegen dem Stand muss Rohan aber Josuke in eine Falle locken, sonst würde er hier sterben. Aber Rohan juckt das Ganze hier nicht. Daga Kotoar! Josuke jedoch ist genauso ehrenvoll. Auch wenn Rohan ihn weglockt, kommt er hier zu Hilfe. Doch Rohan hält sein Wort und schleudert Josuke mit seinem Stand weg. Er befiehlt ihn auch, den Nutzer des Stands zu finden. Also radelt unser Boy los. Weil der Stand Highway Star richtig Stress macht, kann Josuke auch nicht anhalten. Doch für ihn ist das gar kein Problem. Er zerfetzt einfach sein Bike und setzt es danach wieder zusammen. Aber gut, das Klauen von den Handys war dann nicht so die feine Art. So kann er wenigstens Koichi kontaktieren, der herausfindet, dass sich ein Biker verletzt hat und nun im Krankenhaus liegt. Diese Beschreibung passt perfekt auf den Mann, den Josuke sucht. Koichi macht sich also auf, um herauszufinden, in welchem Zimmer der Mann liegt. Durch seinen Wingman findet er das Ganze auch ziemlich einfach heraus. Okay, Master. Let's kill the hole! Passend dazu knallt Josuke auch rein. So kommt er knapp durch, aber kippt durch die vielen Angriffe kurz vom Standnutzer um. Josuke rappelt sich also wieder auf und heilt dann den Typen, aber nicht um ihn zu heilen. Ich weiß, das hört sich erstmal komisch an, aber Josuke heilt hier diesen Typen, um ihn danach die übelsten Schellen zu verteilen. So kommt sein bester Feind auch wieder frei. Kira hingegen hat es mit einem viel schlimmeren Gegner zu tun, nämlich einer Katze. Seine Frau hat diese aber umgebracht. Aber ja, ihr wisst ja, dass Jojo so gut wie immer Sinn macht. Denn auf dem Grab von der Katze wächst eine Pflanze, die lebt und jetzt ein Stand-Nutzer ist. Und das Ding ist echt overpowered. Nicht nur knockt sie Kiras Frau um, nein, das Ding wehrt einfach alle Angriffe ab. Die Pflanzenkatze hat sogar eine Luftblase in Kiras Körper reingeschossen. Um also hier nicht zu sterben, muss er sich selbst zerbomben. Da die Blume aber immer noch eine Katze ist, kann Kira den Kampf hier auf andere Weise entschärfen. Doch er hat ein viel größeres Problem, nämlich sein Sohn Hayato, der ihn überwacht. So findet er auch die Katzenpflanze, die sich Kira für schlechte Tage aufbewahrt hat. Josuke und Okuyasu treffen dabei wieder auf Nikitaga, der ihnen zeigt, dass irgendjemand auf einem Strohmast lebt. Denn der Typ ist so gut eingerichtet, dass sein Kot direkt als Dünger für seine Pflanzen benutzt wird. Aber er ist hier eigentlich ein Böser und lockt Josuke in sein Zuhause. Er hat nämlich den schlechtesten Stand in der Geschichte von Jojo. Denn erst wenn jemand in seinen Strohmast eintritt, kann er selbst diesen verlassen, weil der andere für ihn den Platz einnimmt. Die Joe Bros wollen den Turm also hier einfach kaputt hauen. Nur funktioniert das Ding wie Spiegelkraft und wirft die Power direkt zurück. Der Robin Hood für Arme will also abhauen, aber Mikitaka, der Ehrenboy, bringt ihn zurück, damit Josuke fliehen kann. So wird er aber selbst festgesetzt. Josuke möchte das aber auf gar keinen Fall zulassen. Er nutzt also hier die Fähigkeit des Mast, um den Schaden, den er abgefeuert hat, auf den Gegner selbst zurückzuschießen. Ja. Der Kampf ist nicht wirklich spektakulär gelaufen. Das Ende des Lieds ist, dass der Boy weiter im Strommast lebt und sie erfahren auch hier, dass Koichi bereits besiegt wurde. Deswegen heilt Josuke auch den Typen von vorhin, damit dieser Koichis Spur aufnehmen kann. So finden sie den Gegner, der locker ein Yu-Gi-Oh! Protagonist hätte sein können. Doch der verwandelt sich irgendwie in Josukes Mutti, was diesen natürlich richtig sauer macht. Sein Stand funktioniert nämlich so, dass er seine Gegner in Papier falten kann, wenn er herausfindet, was ihnen Angst macht. Wow, die Stand-Ideen sind Araki wohl gegen Ende echt ausgegangen. Naja, Josuke findet hier auch ein Stück Papier, aus dem logischerweise eine Gun kommt. Er droht Josuke also hier mit Koichi, den er ins Papier gesperrt hat. Und weil Josuke deswegen Schwäche zeigt, wird er ebenfalls gefangen. Doch mit seiner Heilfähigkeit kann er sich gerade nochmal so zurückkämpfen. Das aber auch nur kurz, um zu sagen, dass er ihn absolut aus dem Leben raiden wird, wenn er wieder freikommt. Yuya hat sich bei dem ganzen Kampf zwar nicht beteiligt, aber er hat wieder seine Eier gefunden und möchte nun helfen. So stoppt er den Wagen, doch der Bootleg-Yu-Gi-Oh!-Typ ist weg. Dafür ist aber ein Papierschnipsel da, in dem ein Schredder steckt. So gehen Koichi und Josuke drauf und Yuya wird auch gefangen. Aber dadurch passt er in den Schredder und rettet hier seine Friendos. Ja, auch die Conclusion war schon ziemlich komisch. Aber dafür haben wir Koichi wieder und schaut euch unseren kleinen Boy an. Den Typen sind richtig Eier gewachsen. Also, in alter Jotaro-Manier besiegt Josuke also hier den Gegner. Rohan bekommt derweil auch Besuch von einem Architekten. Aus Vorsorge schreibt er ihn rein, dass er Rohan nicht angreifen kann. Außerdem möchte der Typ irgendwie nicht, dass Rohan seinen Rücken sieht. Weil Rohan ihn also trollen will, stellt er ihm eine Falle. So sieht er seinen Rücken und natürlich sein Stand aktiviert sich. Denn der Typ stirbt und Rohan hat daraufhin ein komisches Digimon am Rücken. Da der Architekt nämlich den Stand nicht kontrollieren konnte, hat er sich selbstständig gemacht und ist nun auf Rohan übergesprungen. Also kann Rohan diesen auch nicht angreifen. Selbst Rohans Dance-Moves klappen hier nicht, um ihn abzuschütteln.
Das Ding möchte also, dass Rohan die Fotos verbrennt, die er gemacht hat, um Kiras Identität herauszufinden. Zu seinem Glück kommt ihm Koichi hier zu Hilfe. Da Koichi das Ding aber nicht sehen kann, glaubt der Rohan, will ihn nur verarschen. Deswegen zieht er auch einfach so wieder ab. Aber weil er sich später nochmal Sorgen gemacht hat, kommt er nochmal zurück, um seinen Sensei zu retten. Er macht ihr das Digimon schwerer, damit es runterfällt. Aber da die Attacke auch Rohan trifft, zieht es einfach seinen kompletten Rücken runter. Rohan dreht also komplett durch und zeigt Koichi seinen Rücken. Doch das war auch nur ein Bait von Rohan. Sein wahres Ziel war es, nämlich in die Gasse der Toten zu kommen. Wenn man nämlich dort zurückschaut, greifen einen die Toten an und so wird er das Viech wieder los. Raimi findet dabei auch Rohans Fotoalbum und entdeckt das Foto von Hayato, wie er seinen Vater filmt. So kommen sie Kira auch langsam auf die Schliche und wollen morgen zuschlagen. Bei ihm läuft es auch wirklich schlecht, denn er kann seinen Morddrang nicht länger unterdrücken. Also geht er ein paar Freunde besuchen. Das Ding ist nur, dass all das von seinem Fake-Sohn Hayato gefilmt wird. Da Kira das Ganze auch mitbekommen hat, weiß er, dass die Scheiße ordentlich am Dampfen ist. Also geht er mit seinem Sohnemann baden. Kira möchte ihn zwar sprengen, aber Hayato hat alles gefilmt und so ein Druckmittel. Doch das lässt Kira nicht mit sich machen. Er verliert hier die Beherrschung und sprengt Hayato. Sein Vater rät ihn also dazu, die Stadt zu verlassen, weil er sonst ertappt werden würde. Aber das lässt Kiras Stolz nicht zu. Komischerweise bewegt sich dann der Pfeil von selbst und steckt in Kira. Das weckt eine komplett neue Fähigkeit in ihm. Die Zeit spult also zurück und Hayato ist wieder am Leben. Außerdem sieht Kira jetzt noch fresher aus als vorher. Wegen seiner neuen Fähigkeit ist er auch ziemlich gechillt und redet komplett offen mit Hayato, dass er Kira ist. Denn er glaubt, dass er unmöglich ertappt werden könnte. Rohan spürt also hier Hayato auf und liest sich den Manga durch. Und obwohl es nicht möglich ist, steht in Hayato sogar die Zukunft niedergeschrieben. Auf diese Weise findet Rohan zwar die Wahrheit hinter Kira raus, aber das ist komplett egal. Denn durch das Lesen von Hayato aktiviert sich hier Kira. Das neue Fähigkeit. Another one bites the dust. Sie aktiviert sich nämlich nur, wenn jemand seine wahre Identität durch Hayato herausfindet. Und ja, die Zeit spult einfach zurück, wenn das passiert. Genauso wie der Film. Nur heißt das Ganze hier, täglich grüßt die Murmelkatze Killer Queen, die jeden sprengt, der die Wahrheit herausfindet. Der Film. Kira bekommt das Ganze nicht einmal mit. Hayato möchte also versuchen, das Ganze Rohan mitzuteilen, ohne es ihnen mitzuteilen. Doch auch wenn Killer Queen die Zeit zurückspult, kann Kira das Schicksal selbst nicht verändern. Das bedeutet, dass sich auch hier wieder Rohans Fähigkeit aktiviert, ohne dass er selbst das Ganze auslöst. Wow, das Ganze sieht wohl ziemlich schlimm aus für unseren Hayato. Denn wie gesagt, das Schicksal ändert sich nicht und Rohan geht damit ein weiteres Mal drauf. Da seine Freunde hier auch eintreffen, versucht Hayato zu entkommen, weil sobald sie eine Frage stellen würden, würden sie ebenfalls draufgehen. Hayato will sich also selbst umbringen, um die anderen zu beschützen, aber das lässt Killer Queen nicht zu. So bekommen unsere Jungs das Ding auch zu Gesicht und Beizer das zündet. Kira ist einfach absolut unbesiegbar. Hayato kommt also auf die Idee, die Katzenpflanze zu benutzen, um Kira zu erledigen. Da das Schicksal sich auch immer wiederholt, fällt der Morgenkaffee dieses Mal auf Kiras Hemd, was ihn ein wenig Zeit herausspielt. Da Hayato sich aber extrem auffällig benimmt, hält Kira hier Abstand. Hayato feuert aber trotzdem und trifft sogar. Doch die Uhr in Kiras Hemdtasche rettet ihn hier vor dem Tod. Und Kira hat sie nur dorthin platziert, weil er sich morgens verbrannt hat, was Hayato eben ausgelöst hat. Das gibt Kira einen so kranken Höhenflug, dass er seinen eigenen Namen herausposaunt, weil er glaubt, dass die Dojo Boys sowieso alle gleich draufgehen. Doch dadurch verrät er sich selbst, da Josuke längst alles mitgehört hat. Denn Hayato war schlau genug, Josuke vorher anzurufen, damit er früher auftaucht. Deswegen muss Kira hier Killer Queen von Hayato lösen, um sich selbst zu verteidigen, weswegen Rohan und die anderen auch ihr Schicksal überleben. Kira macht sich aber hier Stray Cat zunutze, um Okuyasu auszuschalten. Oh naja, Jotaro hört dann einen lauten Schrei, während sie einen Mörder jagen und denkt sich, nee, da wird schon nichts passiert sein. Lass uns hier weiter stehen bleiben und absolut gar nichts tun. Durch die Kombination mit Stray Cat hat Kira auch nun Explosionen in Luftblasen. Also geht Josuke auf Nahkampf. Da nämlich so die Explosionen Kira selbst treffen würden, zündet er sie nicht. Josuke möchte das also nutzen, um Okuyasu schnell zu heilen. Doch Kira hat ihn schon längst zu einer Bombe gemacht, weswegen Josuke nicht eingreifen kann. Weil Hayato gecheckt hat, dass Kira immer nur eine Bombe gleichzeitig kontrollieren kann, berührt er hier Okuyasu, damit Josuke nicht getroffen wird und er im Anschluss beide heilen kann. Das Ganze funktioniert zwar, aber Okuyasu ist noch unmächtig, weswegen Josuke ihn erstmal mitschleppen muss. Und kurz bevor Kiras Blase hier trifft, zerschneidet Josuke sie mit seinem
eigenen Blut. Aber so kann er der Blase ausweichen, da er ein Stück der Straße aufgebaut hat, um sich schnell zurückzustoßen. So können sie sich in ein Haus verstecken. Josuke merkt auch nun, dass er Okuyasu nicht heilen konnte und dieser hier wirklich gestorben ist. Kira schafft es dann sogar, die Blasen zu steuern, ohne Josuke zu sehen. So kann er ihn treffen und Josukes Angriff scheint vergeblich gewesen zu sein. Aber das war natürlich auch Teil von Josukes Plan. Er kann sich zwar nicht selbst heilen, aber wenn das Blut seinen Körper verlässt und trocknet, zählt das nicht mehr als sein eigener Körper. So konnte er durch sein Blut auf Kiras Schulter doch noch treffen. Josuke findet hier auch heraus, dass Kira eben ohne zu sehen treffen konnte, weil sein Vater sich in Hayatos Tasche eingechillt hat. Das macht er sich also zunutze, um sich als sein Vater auszugeben und Kiras Blase direkt auf seinen Vater zu richten. So hat er ihn absolut outplayed und da ihr Kampf nur zu einem Nahkampf geworden ist, hat Josuke auch hier klar die Oberhand. Da Stray Kid sich aber nun selbst beschützt, wird Kira hier verteidigt und bekommt Zeit für seine letzte Bombe. Doch nach 38 Folgen bekommt es ein gewisser Herr endlich hin, seine Fähigkeit richtig einzusetzen. Zahando rettet hier nämlich Josuke. Okuyasus Bruder hat ihn nämlich ein weiteres Mal vor dem Tod beschützt und ihn wieder zurück zu den Lebenden geschickt. Nun hat Kira keine Chance mehr, da Okuyasu der Hard-Counter gegen ihn ist. Außerdem kam Jotaro endlich mal darauf, den Explosionen nachzugehen und es ist auch am Start. Deswegen ist auch ein Krankenwagen als auch Passanten dabei. Kira erzählt dann komplett random, dass sein Dödel damals auch eine Bombe abfeuern wollte, als er die Hände von der Mona Lisa gesehen hat. So benutzt er aber Beikler das bei einer Ärztin, um ein weiteres Mal zu entkommen. Und so schafft der Schlingel es wirklich, aus der Situation herauszukommen und ein friedliches Leben zu führen. Die anderen hat er später umgebracht und das, meine Freunde, ist das Ende von JoJo's Bizarre Adventure. Beikler das ist unbreakable. Naja, das hat sich jedenfalls Kira gedacht. Aber in Wahrheit kam der MVP dazu, um eine Vorlage für seinen Vater zu liefern. Three Freeze ist HIT! Star Platinum! Jotaro ist hier so ehrenlos, dass er die Credits von Josukes Jojo Part einfach klaut. Er gönnt ihn den Sieg nicht und beendet es selbst. Wobei, genau genommen war es auch nicht Jotaro, der Kira die Ehre endgültig genommen hat, sondern es war Krankenwagen-san. Raimi bringt Kira also dazu, sich umzudrehen, damit er auf ewig in der Hölle schmoren muss. Und das beendet wirklich Part 4. So kann Raimi in Frieden gehen. Joseph macht sich also dreckig vom Acker, weswegen Josuke sich sein Kindergeld selber krallen muss. Jotaro hat auch seinen Doktor gemacht mit einer extrem guten Abschlussarbeit. Koichi lässt sich auf seine Stalkerin ein, Okuyasus Familie ist nun weirder als ganz Jojo, wir Fans wissen immer noch nicht, was mit Mikitaka eigentlich abgeht und Josuke tut das, was jeder Jojo in seinem Part tun muss. Er beendet seinen Part mit der männlichsten Pose überhaupt. Mann, dieser Part hat echt gut geschmeckt. Da der nächste Part in Italien spielt, wird er sicher noch besser schmecken. Das schmeckt dir nach jemandem, der Ruffy nicht abonniert hat. Also meine Damen und Herren, das beendet Jojo Part 4 in Minuten, mein persönlicher Favorite Part. Und ja, ich muss natürlich noch was sagen zur letzten Woche, denn ihr habt einen ziemlichen 31er abgezogen. Das Like-Ziel von Stardust Crusaders wurde nämlich nicht erreicht. Ich muss hier aber ehrlicherweise zugeben, dass Jojo Minuten mich so sehr beansprucht hat, dass in den letzten paar Wochen wirklich sehr, sehr wenige Uploads gekommen sind. Und ich mir deshalb dachte, okay, gönnst du hier diesen Upload einfach mal ohne Like-Ziel. Und auch Jojo Part 5 Golden Wind, der vorerst letzte Part von Jojo in Minuten, kommt auch nächste Woche online ohne ein Like-Ziel, weil ich das Ganze gerne über die Bühne bringen möchte, denn im Dezember gibt es noch einige Uploads, die ich sehr, sehr gerne kicken möchte und deswegen, wie gesagt, gibt es heute und auch nächste Woche die doppelte Ladung Jojo. Mich würde es aber trotzdem freuen, wenn ihr kein Auge macht und dem Video trotzdem einen Daumen nach oben gebt, auch wenn es kein Like-Ziel gibt, weil Support ist kein Mord, wie man so schön sagt. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf den Kanal hier da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, haut rein!